Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Undercover auf EU2. Und ja, wir haben es jetzt um 10.26 Uhr, über 2000 Leute, über 2200 Leute müssten jetzt mittlerweile hier am Start sein. Ja, und bei der letzten Folge ist ja einiges in die Hose gegangen, ne? Ja, einiges in... oder... schief gelaufen, und dieses Mal will ich es besser machen. Nicht den LKW auf die Seite legen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie die Gelächter waren. Und ich bin so ein richtiges Ei. Ja, gibt ein bisschen. Naja, dann gibt es halt mehr Euro Truck Simulator, ne? Warte mal, ich mach meinen Stuhl wieder richtig. Das alle Stuhlbein. Ja, richten und ja. Jetzt ist es auch schön hell. Und ich habe es ja auch gesagt, wir werden bestimmt die eine oder andere Tour hier undercover machen. Dass es jetzt schon, ja, eigentlich die dritte Undercover-Tour ist, hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Aber, naja, so ist es. Hier am 24. nehme ich das auf, ja. Ich muss nämlich langsam den Feierabend machen, weil sonst kriege ich Ärger. Weil ich muss ja auch noch ein bisschen was machen. Irgendwas umrühren soll ich stundenlang. Was, weiß ich selber nicht. So, da vorne sind ein paar Fahrzeuge. Aha. Die stehen hier schön gemütlich. Ihren Trailern und warten wahrscheinlich, bis es hier irgendwie wieder weitergeht. Das ist halt das Schöne an den EU. Zwei, da sieht man immer irgendwo Leute rumstehen. Aber ich denke, auch jetzt hier werden wir hauptsächlich unsere Ruhe haben. Und mit dem Scania. Und dass ich endlich diese letzte Weihnachtsfracht abgegeben habe. Ja, durch das, dass ich mich da auf die Seite gelegt habe, ist ja der Auftrag verloren gegangen. Hm. Dumm gelaufen, weil ich wieder nicht aufgepasst habe, wieder zu schnell in den Kreisverkehr, und dann, ja, hat man den Salat, ne? Oh ja. So ist das. So. Vor allem die Videos, die ich schon hochgeladen habe, was linke ich denn jetzt? Bin ich immer noch ein bisschen irre im Kopf? Ja, ich bin kurz nach. War das 5:30 oder so aufgestanden? 5:30 Uhr? Oder was schon? Um 5 Uhr? Ja doch, es muss kurz nach 5 Uhr gewesen sein, hier am 24. Stimmt. Weil da ging ja dann, wo ich dann am Rechner schon was vorbereitet habe, ging ja schon mein Wecker, der sonst eigentlich immer 5.35 Uhr angeht. Oh je, na, da wäre ich heute nicht alt am 24. Na, ihr seht das auf jeden Fall am 25. Da bin ich schon auf dem Weg zu meinen Eltern. Da auch nochmal durchfressen. Und ja, so ist der Plan. So, schauen wir mal, wer uns hier begegnet unterwegs. Ich denke mal, nicht allzu viel Leute sollten sein. Wir haben jetzt 400 noch was Kilometer, also es sind ganz schöne Stücke, was wir hier noch zu fahren haben. Noch ein bisschen Licht an hier am LKW. Und dann cruisen wir mal, also Unfall sollten wir jetzt nicht bauen. Wir sollten jetzt endlich mal die 12. Ladung abgegeben haben. Aber so ist es manchmal, Zeitverzug und Abfahrtsplan, und ja, wer billig fährt, fährt zweimal. Kann man ja so weit sagen, ne? Und dann hat man den Salat. Darum nutzen wir auch die volle Leistung, was wir jetzt haben hier. 90 km/h. Bleiben auf der Autobahn. Das eine Mal hatten wir ja, glaube ich, mit dem Renault Magnum das hässliche Endline. Diesmal hoffe ich, dass ich mit dem Scania mehr Glück habe.
sonst wird das eine ewig lange Geschichte hier. Wir wollen ja auch für den ATS ein paar Sachen freischalten. Ich denke, auch gerade wenn die Innenraum-Accessoires dann mal kommen für den ATS, könnte es auch interessant werden. Ja, gucke mal. Ja, hup. Kenne ich nicht. Oma hat gesagt, ich soll nicht fremde Leute grüßen. Ja, ich hätte jetzt rübergreifen müssen aufs Lenkrad. Oder übers Lenkrad. Hatte ich jetzt nicht so die Muße. Letztes Mal sind wir, glaube ich, über 20 Minuten gefahren, ne? Weil wir ja hauptsächlich Autobahn fahren. Werden wir durchaus auch hinkriegen. 378 Kilometer noch. Kommt natürlich ein bisschen besser aus der Knete. Was haben wir denn hier? Wir haben auch 20 Tonnen Weihnachtskerzen. Okay. Hier kann ich 90 fahren, okay. Ja, ist eine langgezogene Kurve. Können wir mit einem LKW 90 rasen hier. Weil ich will ja dann im Anschluss auch mal gucken, was es denn für schöne Sachen gibt. Ich glaube, für 250.000 erledigte Frachten gab es schon was. Bei 500.000, bei 750.000, also geht bis zu 2 Millionen Frachten haben die irgendwelche Kleinigkeiten. Das sind einfach Kleinigkeiten, dass die Leute so mal so eine kleine Aufgabe haben. Das sollen ja noch mehr World of Trucks Aufgaben geben. Das ist halt für die Leute, die sich mal keine Lackierung oder so kaufen können. Die haben es dann halt und können das machen. Mal hier das Radar an, ob hier irgendwelche Leute in der Nähe sind. Ne? Also ich denke mal, ein Großteil der Leute haben die Fracht schon erledigt, wa? Also ich bin jetzt der 1897. Also schon ordentlich viele Leute hier am Start. Ich hatte ja beim letzten Mal auch gefragt, wo auch noch viel los ist. Vielleicht oben im Baltikum. Und da werde ich bestimmt das eine oder andere oder die eine oder andere Strecke dann mal fahren. Oben halt auch nochmal undercover unterwegs zu sein. Ob ich jetzt einmal in der Woche oder alle 14 Tage da mal so eine Tour mache, undercover-mäßig, müssen wir mal sehen. Hier ist erstmal für mich Ruhe. Aber es ist geschuldet auch, dass ich hier jetzt auch meine Fracht hier machen muss. Sonst würde ich wahrscheinlich eine ganz woanders lang fahren. Dann würde ich vielleicht mal auf der A2 unterwegs sein. Von Berlin Richtung ja, Hannover oder noch ein bisschen weiter Richtung Dortmund. Sowas denke ich denn, oder mal wirklich versuchen, ein Teilstück von Duisburg-Calais zu machen, undercover. Sowas in der Art habe ich mir mal so gedacht. Halt nicht jede Woche vielleicht, weil dann ist es vielleicht auch zu schnell ausgelutscht.
Und gerade wenn jetzt irgendwelche Events sind, wo man ein bisschen was abfahren muss. Ne? Ups, ich habe gerade rausgeguckt, gerade Transporter vorbeigefahren. Hat so ein bisschen dunkel gemacht gerade mein Zimmerchen. So, 260, knappe 260 Kilometer haben wir noch. 10 Minuten. Boah, sind wir gut in der im Schnitt. Die Hälfte haben wir. Radarkontrollen können uns ja nicht. Mehr als 90 geht ja nicht. Mit der Fracht hier. Hauptsache viel Licht hier am LKW, ne? Richtig schön gemütlich. Das ist das Gute mal hier, ne? Jetzt ohne irgendwie, dass hier Leute sind, kann ich die Autobahn für mich nutzen. Keiner drängelt oder kein KI-Fahrzeug, wo du mal nach vorne glotzen musst. Das gefällt mir. So, das letzte Mal sind wir hier irgendwie. War das hier die Raststätte, wo wir hier runter sind? Ja, glaube, ne? Fahren einfach hier geradeaus weiter. Weil noch nicht. Also hier fehlt auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Ach, guck rein, da kommt ja auch mal einer. Ein Grünling. Ein Grünling. Ich denke auch, ein Großteil der Leute hat sich schon an diese Lackierung ein bisschen gewöhnt, ne? Klar gibt es auch eine ganze Menge Personen, die mit der Lackierung hier rumfahren, die aber gar nicht zu CML gehören. Ich glaube, über 90 Leute, 95 Leute sind wir jetzt momentan. Also es wird immer wieder ein bisschen aussortiert. Die Leute, die einfach so reinkommen und das ganze Auswahlverfahren durchstehen, ja, da habt ihr schon mal die erste Hürde, aber wenn man dann halt nach einer gewissen Zeit gar nicht fährt, ja, dann, also noch weniger wie ich, dann sollte man sich vielleicht überlegen, zu einer anderen Firma zu gehen oder, ja, wird dann irgendwann mal rausgekickt. Also ich bin jetzt, wie gesagt, so das unterste Maß. Warum das unterste Maß? Ich fahre zwar eine ganze Menge Euro-Truck-Simulator, aber ich habe nur, wenn ich jetzt im Multiplayer mal fahre, im Livestream, hier das Spit V an. Das, was ich jetzt hier fahre, habe ich kein Spit V an. Warum? Dann wäre es ja nicht mehr undercover, ne? Dann könnten ja andere Leute mich jetzt hier sehen. Dann könnte meine Fracht jetzt, die letzte, nicht ordnungsgemäß abgeben. Somit habe ich das aus. Und nur, wenn ich mal im Multiplayer. Und ich denke mal, wenn jemand nicht großartig macht, aber selber Euro Truck Simulator gerne fährt und sich da überlegt, bei der Firma mitzumachen, bei CML, dann schafft man sogar mehr Fracht wie ich in einer gewissen Zeit. Ja. Man wird ja wohl wahrscheinlich eh eine Fracht in der Woche oder mal zwei Frachten hinbekommen. Wer es nicht hinbekommt, ja, dann ist er fehl am Platz. Ne? Dann kann er gerne bei den Livestreams mit dabei sein, mitfahren, aber nicht so. Und man kriegt ja mit, ne? Mit wem man da alles so jetzt kennengelernt hat, wer alles jetzt mit bei irgendwelchen anderen Games sind aus dem Bereich CML, ob es nur der Landwirtschaftssimulator ist. Oder Battlefield oder irgendwelche anderen Games. So bilden sich halt immer wieder neue Konstellationen aus. Weil nicht nur Moses oder Todi, ne, üblichen Verdächtigen, sondern auch mal ein paar andere Leute, um frischen Wind reinzubringen. Ne?
halt was mit der Community und so kann sich das ein oder andere auch mal ja entstehen draus, ne? Die dann halt dabei sind. Auch bei den Livestreams, wenn wir Eurotruck Simulator machen, bin ich ja auch manchmal in den Channel dann bei den Leuten unten mit drin. Die machen so viel, ja, da gehört sich das einfach mal. Nicht, dass ich da alleine mal rumstümperhaft fahre. Klar werde ich da auch mal wieder oben im Mitgliederbereich sein, für die Mitglieder. Ne? Die haben dann auch die Möglichkeit, wenn sie quasi ihr Discord mit dem YouTube verbinden, dann kommen die automatisch in den Mitglieder-Channel da oben rein. So habe ich zum Beispiel Modok kennengelernt, wo wir dann das ein oder andere Game miteinander ja, spielen. So ist das halt, ne? So, die letzten Kilometer, knappe 100 Kilometer noch, da sind wir da. Mal hier auf die Navi hier schauen. Ach ne, das war hier, glaube ich, der Bereich. Wir fahren jetzt einfach mal hier geradeaus. Das war nämlich hier auch noch ein Bereich, den wir noch nicht abgefahren sind. Hier drüben so auch nochmal. Naja, das war alles. Ups, mal geträumt. Ach, schönes Wetterchen. So, dann bin ich mal gespannt, wie es dann in der Stadt da aussieht. Und nicht, dass wir wieder hier so einen Blödsinn machen. Ich weiß nicht, was ihr auf das Video geschrieben habt. Ich habe jetzt nur ein bisschen was vorbereitet, das Video hochgeladen und was bearbeitet, weil wir haben jetzt 13 Uhr, 22 hier im Spiel. In Real Life 10:43. Am 24. Ich bin noch verrückt, ey. Ich glaube, ich muss jetzt langsam dann auch wirklich mal Feierabend machen. Erstmal gibt es ein spätes Frühstück. Wie immer bei uns. Wieder sind wir reingeschnellt kommen. Jetzt ist aber gut. Mit der Scheißspielerei. Naja. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich selber. Ja, da muss man irgendwo ein gewisses Mittelmaß finden, ne? Oh. Über 50.000 Kilometer bin ich mit dem Truck schon gefahren. Das ist ja cool. Also ist hier, wie gesagt, hier mein Multiplayer Scania Truck. Sehen die 100.000 möchte ich eigentlich schon mal mit dem Truck hier mal schaffen, ne? Ob ich es mit den anderen LKWs dann auch schaffen werde? Mit einem Iveco oder so? Könnte schwierig werden. Mit dem hässlichen Endliner, obwohl da habe ich ja jetzt auch über 5000 Kilometer schon. Ach, guck mal, da oben fährt jemand. Bin doch nicht ganz alleine hier. Ja. Letztes Mal bin ich woanders lang gefahren, glaube ich. 22 Kilometer noch. So, kommt hier noch jemand? Nö, sieht eigentlich so aus, als wenn hier keiner mehr ist. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hier ist ein Kreisverkehr. Da haben wir ja schlechte Erfahrungen gesammelt. Also sowieso in der City können wir eh nicht schnell fahren.
hier gibt es schon welche. Also ganz da vorne. Aufpassen. Waren wahrscheinlich auch jetzt gerade hier komische Event. Ach so, ist ja wieder ein Kreisverkehr. Meine Güte, ey. Kreisverkehr, ein Kreisverkehr hier. Bloß jetzt vorsichtig fahren, jetzt die letzten Meter. Ich sehe da schon das Ziel. Ach, guck an, der macht auch eine Weihnachtskonvoi hier. So, grün. Super. Knappe Sache. Kann nicht wahr sein. Schauen wir mal, dann gehen wir es mal ab hier. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ja. Irgendeine Errungenschaft. Check-in, check-out. Habe ich irgendwas bekommen? Ja. Fortfahren. Ja, wir haben es beendet. Ey, wie geil ist das denn? Ja, dann würde ich mal sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wenn ihr mehr solcher Undercover-Touren und welche Ideen ihr dazu habt, wo ich vielleicht mal langfahren könnte, so eine Strecke, so sagen wir mal, so um die 300 Kilometer plus minus 50, ne? Dann sucht mal was raus, in welchem Land, welche Strecke. Und ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.